Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Sunhaven. Und wir wollen jetzt in Wara gehen. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst. Also drückt den Knopf. Und auf Twitch ist das aber natürlich kostenpflichtig. Und Daumen nach oben gibt's da nicht. Hallo nochmal, kleiner Spross. Bist du bereit für deine letzte Lektion? Ja, Nivara, ich bin bereit. Du bist schon so weit gekommen, Potato. Eine Schülerin oder einen Schüler wachsen zu sehen, hat mich immer auf eine Weise erwärmt, wie es nichts anderes kann. Ich glaube, du bist fast jeden Tag gewachsen, seit du aus deiner Stadt Sunhaven gekommen bist. Ich danke dir. Deine letzte Lektion ist Wachstum. Die wunderbarsten Dinge entstehen, wenn viele Menschen zusammenkommen und sich für eine gemeinsame Sache engagieren. Um mir das zu beweisen, bitte ich dich, etwas mit mir wachsen zu lassen. Ich bin Landwirt, ich weiß alles über den Anbau von Dingen. Ich weiß, dass du dich gut damit auskennst, Samen zu ziehen, damit sie zu Pflanzen werden, aber ich möchte, dass du etwas Besonderes mit mir anbaust. Ich möchte, dass du diesen Manna-Edelsteinsamen annimmst und pflanze ihn in das Grundstück vor mir. Ziehe den Keimling auf, bis er sich zu einem nilvarianischen Manna-Edelstein entwickelt hat. Ich lasse einen Stein wachsen? Nivaras Augen blitzen auf und ihr großes Gesicht verwandelt sich in ein sanftes Lächeln. Sie nickt. Dies ist ein Samen, der zu einer Blüte aus kristallisiertem Manna heranwachsen wird. Es ist eines der schönsten und wunderbarsten Dinge, die aus Nilvaras Boden sprießen. Allerdings ist es unglaublich anstrengend, sie zu züchten. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Ich pflanze einfach den Baum hier. Verarscht ihr einfach. Wo ist denn das Ding jetzt? Hä, wo ist denn das jetzt hin? Ach, diese Übersicht. Bumm. So. Da, Manna-Edelsteinsamen. Einführen. Oh, na was? Ich führe da jetzt nichts ein. Ich weiß, was es ist. Mit Manna einführen, also Manna einführen in das Ding. Und jetzt? Noch gießen oder was? Ich kehre morgen zurück, um sein Wachstum zu überprüfen. Okay, dann machen wir das. Der Tag ist eh schon fast vorüber. Der Tag ist fast vorüber. Potato bewegte sich zurück zu seiner Farm. Ja! Oh, das tut mir so leid. Ich habe schon ein bisschen Spaß damit. Ich brauche halt einen besseren Stimmverzerrer, der das mehr weiblich macht, als nur einfach ja, ich habe jetzt eine hohe Stimme. Das ist nicht weiblich. Das ist einfach nur Chipmunk-Style. Ich weiß, dass es das gibt, so Morphvox Pro und sowas, aber das kann man nicht als VST-Plugin in meinen DAW einschleusen. Das ist das Problem. Tja. Naja, so muss ich halt immer noch ein bisschen mit meiner Stimme arbeiten, ist halt dann so. Das ist ja auch okay so, ne? Es gibt jetzt auch mehr Zauber, sehe ich gerade. Aber warum mit T und F? Das macht doch gar keinen Sinn mit T und F. Q und R macht ja irgendwie... Okay. Also, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt nicht schön. Na gut. Wisst ihr, was ich noch mal ganz kurz machen möchte? Ich kann sein, dass ich zu Hause schlafen muss. Aber wir müssen ja echt dringend, wir müssen ja wirklich dringend Erkundung leveln, damit wir unsere Axt nutzen können. Und dann müssen wir auch wieder Kampf leveln, damit wir unser Schwert nutzen können. Da müssen wir auch mal schauen, wie wir das machen. Aber wir haben ja so viele Bäume auf der Farm derzeit. Warum nicht einfach abreißen? Weil es halt kaum RP gibt, kaum Erfahrungspunkte gibt. Vielleicht deswegen. Und das war, glaube ich, einer der Fruchtbäume, ne? Das ist egal. Passt schon. So. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Es wachsen auch verdammt viele Bäume in dem Spiel hier. Muss man auch mal sagen, ne? Also, das ist schon krass. Meiner Meinung nach sogar schon zu viele. Wobei, wir waren auch relativ lange nicht mehr hier wirklich aktiv, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, Bäume wachsen echt schnell.
Was ich auch schon mal sagen kann, die Jahreszeiten sind schon im Spiel quasi. Zumindest die Wörter, Sommer, Winter, Herbst und so, sind alle im Spiel. Das kann ich sagen. Ich habe noch nicht geguckt, ob ich da vielleicht was machen kann, dass wir schon mal den Winter sehen können oder so. So exklusiv bei mir. Und bei keinem anderen. Möglicherweise. Kann ich da was deichseln? Vielleicht sind schon die ganzen Assets und die ganzen Grafiken schon im Spiel. Ich bin mal gespannt. Ja, eine Sache kannst du meinem Spiel jetzt verraten übrigens. Ich habe mir jetzt überlegt, ich kann so ein paar kleine Sachen verraten. Was mich an so Spielen hier, an Farming-Spielen immer ein bisschen stört, ist, dass du, so wie bei Rune Factory 4, was wir gerade machen, die ganze Zeit Süßkartoffeln herstellen kannst und du wirst einfach, verdienst dich dumm und dämlich damit. Das ist ja eigentlich total dumm, dass du immer einfach das Teuerste nimmst, was man herstellen kann und du wirst einfach immer reicher und reicher, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, dass es bei meinem Spiel ein Wirtschaftssystem gibt. Das heißt, wenn du immer wieder das Gleiche verkaufst, wird das immer weniger wert. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, weil der ein oder andere wird jetzt sagen, ich mag mein Spiel lieber, wenn ich dann so grinden kann und dann richtig reich werde. So Sachen, ich finde, das sollte alles abstellbar sein, weil ich finde irgendwie so ein Farming-RPG oder sowas, ich bin ja ein Feind davon zu sagen, bei Souls-Spielen, dass man Easy-Mode reinbauen soll und so. Aber bei meinem Spiel wird es Accessibility-Optionen geben, also Zugänglichkeitsoption und dann halt irgendwo so Sachen wie schalt die Ökonomie ab, sodass die Preise immer alle fix sind, dann ist es einfacher, das Spiel. Oder auch eben für den Kampf, für das Kampfsystem halt eben weniger Schaden, noch weniger Schaden, gar keinen Schaden. So, dass man halt quasi unsterblich ist. Auch das werde ich vermutlich einbauen dann. Weil ich sehe da keinen Grund, warum man es nicht einbauen soll. So. Klar, man kann natürlich jetzt sagen, ja, es ist ein Cheat, es ist ein Cheat. Da muss halt jeder für sich selbst dann auch entscheiden, ob er das so machen will oder nicht. Aber wenn das jemand unbedingt machen will, wer bin ich denn, ihm davon abzuhalten, weißt du? Gut, die gleiche Argumentation kann man bei FromSoft jetzt sagen, aber ja, prinzipiell ist schon richtig. Also das Ding bei FromSoft ist aber auch eben, guten God-Mode würde halt nicht so viel, aber ja, doch, vielleicht für den einen oder anderen, aber ich glaube, die Story ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, dass ich einen God-Mode brauche für Elden Ring, damit ich die Story erleben kann. Steht ja, was ich meine. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass es sich da lohnen würde. Aber so ein Farming-RPG, da macht das schon Sinn, ne? Ich weiß, dass es Leute gibt, die halt Farming-RPGs spielen, die kein Kampfsystem haben, weil die halt keine Lust darauf haben zu kämpfen. Und es gibt aber natürlich auch Inhalte in meinem Spiel dann zum Beispiel, da musst du halt kämpfen. Du musst halt bestimmte Dinge, du musst halt in Minen, du musst die Sachen da rausholen, so. Und was es vermutlich auch dir geben wird, die Option einfach die Kämpfe ganz abzustellen. Es gibt dann God-Mode, es gibt dann vermutlich auch einfach die Option, Kämpfe abzustellen. Das heißt, es spawnen einfach keine Gegner. Oder die Gegner spawnen und sie greifen dich nicht an. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Aber das sind so Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Auch schon über die wirklich Systeme im Spiel. Die auch die Schwierigkeit erzeugen werden. Weil ganz so einfach ist es natürlich nicht mit so einem Wirtschaftssystem, ne? Vor allem habe ich auch überlegt, es gibt dann so Waren und sowas. Es gibt bestimmte, zum Beispiel in verschiedenen Jahreszeiten gibt es halt dann verschiedene Sachen, die Stadt halt besonders gerne hat und an jedem Tag gibt es halt unter Umständen mal 2, 3 Waren, die besonders teuer verkauft werden können. Und was ich auch überlegt habe, und das kann man dann auch abstellen, dass Monokulturen bestraft werden. Dass wenn du immer wieder das Gleiche auf dem Feld anpflanzt, dass es bestraft wird, dass du weniger Ausbeute hast, dass manche Pflanzen über Nacht sterben, weil der Boden halt schlechter wird von der Qualität und dann kannst du auch die Qualität des Bodens analysieren und so weiter und dann siehst du halt, dass die Qualität immer schlechter wird vom Boden. Das heißt, man muss immer abwechslungsreich Sachen anbauen oder halt eben zum Beispiel 2 Felder machen, die immer abwechselnd mit verschiedenen Sachen bepflanzen. Aber auch das wieder mal, liebe Freunde, auch das wird man abstellen können. Das sind alles so Systeme, die ich einbauen werde, damit das Spiel so ein bisschen... Ich finde halt, es ist wichtig, dass man dem Spieler auch so ein bisschen was zum Knobeln gibt und ein bisschen was zum Nachdenken und auch ein bisschen was zum Planen und, ne, dass man nicht komplett einfach nur, ja, ich pflanze halt einfach und mach Gewinn. So, ich finde das auch cool in Farming Games, aber irgendwann wird es halt auch langweilig. Es wird auch irgendwann langweilig, hierher zu laufen und die ganze Zeit Bäume zu fällen. Weil ich halt nichts mehr dafür, ich bekomme jetzt nichts mehr Großartiges, außer die XP, die ich gerade sammle, weil ich die gerade brauche, aber das hat keine Auswirkung. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ob es sich irgendwelche negativen Auswirkungen hat, wenn ich die ganzen Bäume hier wegmache. Und da versuche ich vielleicht ein bisschen in diese Kerbe einzuschlagen. Mehr will ich dazu aber jetzt wirklich nicht sagen. Weil jetzt kommen wir schon langsam in Richtung der Geschichte des Spiels mit Gleichgewicht und Natur und... Ah!
sollte jetzt nicht. Ich sollte jetzt ganz, ganz schnell den Mund zumachen. Psst. Du hast wieder viel zu viel erzählt, Potato. Aber guck, hört ja vermutlich eh kaum einer. Ich weiß, 10, 15 Leute gucken mein Zahnhelm-Let's Play und ich sehe auch immer eure Daumen nach oben. Da bin ich immer sehr, sehr glücklich drüber. Freut mich immer sehr, wenn es euch gefällt. Aber Sunhaven ist ja schon quasi so Tradition, dass ich mal mein eigenes Spiel rede. Ich habe ja mittlerweile ein paar Bäume gemalt und ich habe auch schon einen Brunnen gezeichnet und ich habe auch schon Grasflächen gezeichnet und ich habe auch schon ein Schattensystem gemacht und ein Liniensystem und bin jetzt gerade daran, einen Wasserkörper und sowas herzustellen. Also, so dass ich Wasser bauen kann und Klippen und Berge und keine Ahnung was. Da bin ich gerade dran. Also es macht Fortschritte, meine lieben Freunde, es macht Fortschritte. Wer mich regelmäßig auf Twitch verfolgt, wird davon auch schon das ein oder andere gesehen haben. Oder das Rune Factory Let's Play, glaube ich. Da habe ich das nämlich auch mal ganz kurz ein bisschen gezeigt. Aber einen ganz, ganz, ganz kurzen Screenshot gezeigt. Und sonst habe ich das noch von da nichts gezeigt. Aber vielleicht machen wir das bei Sunhaven demnächst nochmal. Vielleicht zeige ich demnächst in Sunhaven nochmal ein bisschen was. Oh, jetzt schläft der schon. Na ja, gut, dann gehe ich jetzt auch schlafen. Dann gehe ich halt auch schlafen. Oh. Guck mal an. Ich krieg Erkundungserfahrungspunkte fürs Abschließen von Pinnwandaufgaben. Vielleicht sollte man ja doch in Nelvari und Rivergate mal ein bisschen anfangen, die Leute kennenzulernen, für die Aufträge zu erfüllen, weil bisher fand ich die immer sehr langweilig, die Aufträge. Oh. Hallo, Potato. Deine Saat ist aufgegangen. Du hast ihn gut gehegt und gepflegt, aber jetzt braucht er eine letzte Infusion von Mana. Triff mich in meinem Heiligtum. Ich bin schon auf dem Weg. Es ist wieder bam, 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 bam. Bam, kitty, 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 cat, kitty, cat. Miau, 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 kitty, cat, miau, miau. So, mein lieber Greif. Bringe mich nach Nelvari. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ein großes Geschäft. Oh, wir haben auch noch ein ganz, ganz großes Geschäft zu erledigen, nämlich hier gießen. Warte mal, die leuchten. Die leben? Die ernten! Und die bleiben hier? Achso, die gehen. Ach, die leben dann. Okay, interessant. Und laufen dann weg. Wie süß. Oh, wie süß. Oh, wie süß. So süß. Ja, so süß. Ja, so süß sind sie. Da-ba-dam. Da-dam. Das ist ja cool, dass die hier lebendig werden. Dann immer die geerntet hat weglaufen und so. Das ist schon süß irgendwie. Bam, bam, bam. Ich glaube, die Bäume muss ich auch gar nicht gießen, ne? Die Bäume sind irrelevant zu gießen. Ich muss nur irgendwann fällen, die Bäume. So. Und ich bin mal gespannt, wie viel Geld das gibt hier. 50. Ja. Ist nicht so viel, wie ich erhofft habe, aber naja. Naja, gut. Bam, bam. Dann gehen wir mal zu Nelvari. Mal schauen. Was Nelvari uns so zu erzählen hat. Badam, badam, badam. Badam, bam, badam, badam. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit den Schildern fixen kann. Das ist ein Problem. Ich kann die Boxen nicht größer machen von den Schildern. Derzeit zu genommen ist noch nicht. Vielleicht kann ich es gleich noch suchen und rausfinden. Mal sehen. Willkommen, Potato. Die letzten Schritte deiner Reise stehen bevor. Iris und sogar Vaan haben sich bereit erklärt, dir dabei zu helfen. Und ihr müsst euch beide anstrengen, um die Kristalle vollständig zu infundieren. Was macht Iris und Vaan hier?
Ein einzelner Baum mag stark wachsen, aber er ist kein Wald. Selbst mit eurer beträchtlichen Kraft wäre es eine gewaltige Aufgabe, diese Kristalle allein zu infundieren. Das Aufgießen dieser Mana-Edelsteine ist eine heilige Tradition in Elvari und kann nur mit einer wirklich großen Menge an Mana vollendet werden. Potato, brauchst du ein paar Muskeln? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ha! Ich würde mir nie die Gelegenheit entgehen lassen, bei so etwas Besonderem mitzumachen. Ich bin froh, dir zu helfen, Potato. Was müssen wir tun? Alles, was du tun musst, ist, die Kristalle zu infundieren, so wie du es mit allen anderen tun würdest. Aber es wird nicht nur deine eigene Energie sein, Iris und Wahn werden bei dir sein. Deine Energie darf nicht übermächtig sein oder übermächtig werden. Es muss alles zusammenfließen, im Gleichgewicht. Habt ihr das alle verstanden? Ich habe es unter Kontrolle, Potato. Gebt einfach euer Bestes, okay? Ich glaube, wir sind dazu in der Lage, ja. Lasst uns alle unser Bestes geben. Kombiniere deine Kräfte und lass sie wachsen. Funktioniert es? Unsere Infusionen waren sehr gut aufeinander abgestimmt. Vielleicht brauchen wir mehr Hilfe. Wir können es schaffen. Lass uns noch einmal versuchen. Hallo, Potato. Ich dachte mir schon, dass meine Hilfe gebraucht wird. Wesley, du bist hier, um zu helfen? Es ist mir eine Ehre, dir bei dieser Zeremonie zu helfen. Aus drei sind vier geworden. Versuche es noch einmal und durchflute die Blume mit deiner Energie. Sieh dir das an. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, ihr alle. Jeder von euch sieht die Welt auf sehr unterschiedliche Weise, aber indem ihr euch zusammengetan habt, konntet ihr etwas wirklich Bemerkenswertes erreichen. Wolltest du noch etwas sagen, Wesley? Gut. Ich danke dir, Potato. Der Anbau dieser Mana-Kristalle ist ein wichtiger Teil der Kultur und Geschichte von Elvari und es ist auch für mich wichtig. Deshalb danke ich dir. Gern geschehen, Wesley. Was hier erreicht wurde, wäre ohne euch alle nicht möglich gewesen. Wenn nur einer von euch gefehlt hätte, dann hätten die anderen alle versagt. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch alle. Iris und Wahn, danke euch beiden für eure Hilfe. Jetzt möchte ich noch ein paar Dinge zu Wesley und Potato sagen. Ja, Nivara, ich danke euch allen dafür. Es war gut, dabei zu sein. Wahn sagt nichts, sondern zwinkert ihm nur lächelnd zu, bevor er sich leise verabschiedet. Potato, als du zu Elvari kamst und vor mir standest, habe ich dir gesagt, dass Elios glaubt, dass in dir ein unglaubliches Potenzial stecket. Ich denke, du hast deine Überzeugungen mehr als bestätigt. Du hast dich sehr, sehr gut geschlagen und ich bin sehr stolz. Ich danke dir, Nivara. Wesley, eines Tages wirst du Ältester sein. Als Potato zum ersten Mal ankam, hattest du Probleme, ihre Anwesenheit in Elvari zu akzeptieren. Seine Anwesenheit. Ja, Weltdrache Nevara. Aber du bist sehr gewachsen. Nimm dir dieses Wachstum zu Herzen und pflege es weiter. Wenn du das tust, wirst du ein großer Ältester sein, wenn die Zeit gekommen ist. Ich verstehe. Danke, Weltdrache Nivara. Und danke, Potato. Potato, ich möchte dich noch um eine Sache bitten. Was ist es, Nivara? Bitte, schließe deine Augen und mache deinen Geist frei. Ich möchte, dass du meinen Segen erhältst. Es ist vollbracht. Elios sprach wahrhaftig, eine Energie umgibt dich, fremd und doch vertraut. Erinnere dich jetzt an meine Lektion und lass dich von ihnen leiten und weiter wachsen. Ich habe zwar keine unmittelbaren Lektionen mehr für dich, aber wenn du jemals meine Weisheit brauchst, komm bitte wieder zu mir. Viel Glück bei deinen weiteren Abenteuern, Potato. Ich vertraue auf dich und weiß, dass es keine Dunkelheit gibt, die du nicht überwinden kannst. Danke, dass du mich gelehrt hast, Nivara. Oh, Windspielsamen, Eichelsamen, Elementare-Samen, Mana-Edelsteinsamen. Die nehme ich, die Mana-Edelsteine. Die nehme ich. Und Farming-Erfahrungspunkte haben wir bekommen, okay.
Okay, infodieren. Aufgaben, keine mehr. Wir haben keine Aufgaben mehr. Wir haben, glaube ich, storymäßig das Ende erreicht wieder. Mit dem letzten Update gab es keine neue Geschichte. Was ja nicht schlimm ist, wir haben ja trotzdem noch super viel zu tun. Wir müssen noch in Rivergate am Jahrmarkt und noch alles Mögliche kaufen. So, wobei, wir müssen nicht unbedingt alles kaufen, da ist ja viel Essen und so dabei. Aber ja, ich will schon noch ein bisschen was hier gucken. Es ist ein bisschen schade, wenn es nach 5 Parts schon wieder vorbei ist. Aber so 10 Parts werden wir schaffen. Also, denke ich schon. Damit habe ich auch gerechnet, dass jedes Update irgendwie so ein bisschen was wird man wieder tun, aber auch jetzt nicht wochenlang, ne? Also, 1-2 Wochen, 3 Wochen vielleicht. Ja, 3 Wochen wären schon 21 Parts. Ah, 2 Wochen, 14 Parts. Das kommt hin. Da-da-dum. Dun-dum. Geht mir auch vor allem darum, dass ihr alle Bescheid wisst, dass die neue Mod-Version dann online ist. Das ist mir erstmal wichtig, dass ihr alle das Spiel wieder spielen könnt. Da könnt ihr ja wieder stundenlang spielen. Viele, 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 viele Stunden. Okay, wir müssen auch nochmal in die Mine später irgendwann. Die Mine wurden ja auch geupgradet. Irgendwann mal. Da waren wir auch nochmal ganz kurz drin. Ne? Wir waren nie so wirklich lange, glaube ich, in den Minen bisher. Oh, guck mal da. Oh, ein Eichhörnchen. Oh. Wir haben Erdnüsse von dem bekommen, okay. Hey, bleib stehen. Danke. Ist ja süß. Das ist ja süß. So, wir müssen nach Rivergate eigentlich. Um da auch noch was anzubauen. Unser Inventar ist halt so voll, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen was hier verkaufen oder so. 12 gegessen von Popcorn. Gibt einen mittleren... Aha. Mittleren Amount? Oh nein, 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 nein. Das, Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft? Popcorn erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft? Okay, ich dachte, das wäre nur irgendwie temporär oder so. Achso, hier unten die Leiste. Dann essen wir das aber. Haben wir hier schon irgendwie Bewegungsgeschwindigkeit? Steht hier irgendwas? Ja, 126%. Okay, wir haben auch noch die Pfeife. Wir können also auch noch hier... Hui! Geht natürlich auch. So, erstmal zurück nach Sunhaven und dann gehen wir nach Rivergate. Da passt das Reittee jetzt auch gut zu Rivergate. Da haben wir es ja auch her. Was ist denn das hier für eine Kiste? Okay. Ich will mal ganz kurz hier, genau, bring mich zu den Apartments. Ich will wissen, wo wir da hinkommen. Aha, die Apartments haben jetzt noch ein Untergeschoss. Aha. Oh, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Hm. Lobby. Wir müssen dann neue Samen kaufen, bevor wir da oben was machen. Und ich glaube, die Farm oben hat sich auch verändert. Das sehen wir dann auch gleich alles. Aber erstmal müssen wir in den Gemischtwarenladen hier. War der hier irgendwo in der Nähe? Ja, oder? Der war doch gar nicht so weit weg von hier. Ich glaube, der ist ganz nah. Ich weiß nur nicht genau wo. Das werden wir schon noch herausfinden, Mann. Ja, Rivergate hat die beste Musik im ganzen Spiel. Das wisst ihr alle genau, so wie ich. Ready or not, here I come. Badadadam, bam, bam, badadadam, bam, bam, badadadam. Okay, dann ist der Gemischwarenladen wohl hier unten. Bam, badadadam, badam, bam, bam, badam, bam, badadam, bam. Ja, hier ist er. Da-da-dam, da-dam. Okay, steht, glaube ich, General Store noch da, was komisch ist, aber okay. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, badam. Badam, badam, bam. Ach, der verkauft das gar nicht, aber der verkauft Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker brauchen wir aber gerade nicht. Außer wir bauen dieses Marmeladending, glaube ich, war das. Aber sie verkauft auch Samen, oder? Ja, sie verkauft die Samen für uns. Ja, da freue ich mich doch wirklich sehr. 6 und 8 und 6 und 8 und 3 Tage und 6 und so. Not. Here I come. Da di da 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 di da 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 da. 2 Tage nur. Kostet aber sehr, sehr viel. Badam, bam. Gibt aber auch sehr, sehr viel Dingens. So, dann haben wir die jetzt mal gekauft und mal ein bisschen was davon. Weil ich mir gerade überlege. Ja, ich muss mal schauen, wie groß das Feld ist überhaupt.
dann laufen wir mal schnell zu unserem Apartment auf das Dach hinauf und schauen einfach mal, wie viel wir da schaffen können. Ready or not, here I come. In die Rivergate-Wohnungen, gar kein Problem. Dann gehen wir aufs Dach. Direkt oben aufs Dach. Wir müssen eigentlich noch alle unsere Wohnungen einrichten. Wir haben jetzt recht. Wow, ich habe ja gelesen, dass sie was verändert haben, aber das ist ja ganz schön anders hier. Hier müssen wir jetzt erstmal alles frei machen. Das war vorher nicht so, ne? Dass es hier oben gewuchert hat. Wir bauen hier in Rivergate schöne Sachen an. Ja, Mann, was wir alles können, ich weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht. Ich zieh euch in meinen Bann mit dem Gesang. Ich weiß doch auch nicht, was ich reim, ich verstehe es doch auch nicht, ich bin ein großer Schleim. Ich weiß es nicht, Mann, ich bin so klein, nein, wein, sein. Aber wie ich schon immer gesagt habe, wenn ich singe zu einem Spiel und zur Musik, dann gefällt mir A, die Musik und B, habe Spaß am Spiel. Und das merkt man, glaube ich, sehr. Daran, wie viel ich in letzter Zeit singe, das ist so unfassbar. Und die haben das Portal verändert. Guck mal, das Portal sieht anders aus. Wir brauchen jetzt noch nicht alles hier frei machen. Das ist noch nicht notwendig. Ah, dann heißt wir können deutlich mehr Samen kaufen, aber wir würden dann super viel Geld eben zu Tickets verwandeln. Da müssten wir trotzdem auf unserem Feld was anbauen, zu Hause, weil sonst haben wir kein neues Geld mehr, ne? Das ist auch ein bisschen problematisch. Ein bisschen problematisch. Was sag ich da nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir bauen hier alles an, was wir noch können, Mann. Das Feld wird riesengroß. Ich schau euch auf den Schoß, ich schau euch drauf auf den Schoß. Das wird so riesengroß. Oh mein Gott, was ist nur los? Ich hau alles kaputt, dappidab, Tickets gibt's in mein Inventar. Geld für diese schöne Stadt in die... Nur die Monster ziehen. In der Dunkelheit, die Monster ziehen hierher. Bam, badam, 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 badam. La, 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 la. Wir hauen jetzt mal die Samen auf den Boden und danach gießen wir. Dab, di, dab, da, da. Aber das ist echt ganz schön groß hier, ne? Wir können hier echt verdammt viel anbauen. Dieser Farm. Bam, badam, badam, badam. Bam badam 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 bam badam bam 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 badam badam. Gießen tun wir gleich, wenn wir alle samenlos sind, aber wir müssen dann noch mehr Samen kaufen. Definitiv. Ich will ordentlich Kohle machen, liebe Freunde. Ordentlich Kohle, aber richtig, richtig Kohle. Da 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 da. Ich mag die Musik gerne. Ich guck nie ferne, ich weiß auch nicht, was ich reime, aber ich übe viel, damit das irgendwann auch mal klappt. Oh yeah, was reimt sich auf viel, ich weiß es nicht, das ist mein Ziel. Ah, ich reime viel, das ist mein Ziel. Aha, 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 la, la, la. Ba, ba, da, ba, da, ba, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba. Schwab dab di dab da, schwabli dab dab di da, schwab dubile dab dib di da, schwabel dubile dab dib di da dub di da, schwab du dab dib di dab, schwabel dubile dab di dab dab di. Das ist echt ein geiles Lied, muss man einfach sagen, wie es ist. Und der Part ist auch schon fast vorbei, oh mein Gott, es geht wieder so schnell vorbei mit Sunhaven, das ist unfassbar. Man spielt und singt und lacht und freut sich und auf einmal ist es schon wieder vorbei. Und auf einmal kommt schon wieder die Uhr und sagt: Potato, deine Zeit ist vorbei. Und ich sag: Ha, bitte, du böser Teufel, lass mich noch ein bisschen spielen. Und dann sagt der Teufel: Nein. Tja, so ist es leider. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie das nämlich hier zustande kommt, dass ich mal 30 Minuten Parts auf YouTube habe. Der kleine Teufel sagt immer wieder: Nein, du darfst nicht weiterspielen. Da 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 da.
Und das war's erstmal, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder im nächsten Part mit Heiterkeit. Ja, so sieht es aus. Ich schmeiße heute die Prügel raus, oh ja. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Haltet die Ohren steif und macht das Beste aus eurem Leben. Wir sehen uns wieder, ich hab noch viel zu geben. Ich gebe Reime und sage und schleime und mache und tue. Wir wissen ganz genau Bescheid. Potato ist zu blöd zum Reimen. Hahaha. Wir sehen uns wieder, bis dann, haut rein, ciao.